Das Salzburger Freilichtmuseum in Großgmain wird heuer 30 Jahre alt. Was sind aus politischer Sicht die Schwerpunkte für Sie? Ja, das Freilichtmuseum in Großgmain ist eine ideale Symbiose, eine Verbindung zwischen einem tollen Ausflugsziel für die ganze Familie und auch ein Kompetenzzentrum eben für die Erhaltung der bäuerlichen Baukultur und auch des Handwerkes. Beides passt toll zusammen. Es sind über 100.000 Besucherinnen und Besucher, die kommen zu den Veranstaltungen oder auch, weil sie sich eben für die bäuerliche Kultur und für die alten Bauten aus dem ländlichen Bereich interessieren. Wir stehen sehr positiv zum Freilichtmuseum. Es ist eine tolle Einrichtung, die auf große Akzeptanz in der Bevölkerung stößt. Die Besucher sind sehr zufrieden. Es kommen ja viele Besucherinnen und Besucher gleich dreimal im Jahr. Also mehr als wie 40% aller Besucher kommen öfter, kommen mindestens dreimal. Das zeigt, dass das Museum attraktiv ist und in der Bevölkerung sehr gut angenommen wird. Das Salzburger Freilichtmuseum feiert 30 Jahre. Was ist heuer zu erwarten an Programm und an besonderen Highlights? Ja, den Besucher erwartet gleich in unserer Eingangshalle eine Sonderausstellung, und zwar über die 80er Jahre. Wir wollen damit zeigen, wie sich in den letzten 30 Jahren die Alltagskultur ganz, ganz wesentlich verändert hat. Wenn man also da hinaufgeht, sieht man von der Kleidung angefangen, übers Wohnen, über Filme, über Musik, was sich da in den 30 Jahren alles verändert hat. Und man wird staunen, wie groß diese Veränderung tatsächlich ist. Durch das ganze Gelände, und das ist das Neue, wird sich diese Ausstellung durchziehen. Gewisse Häuser werden da einbezogen. Dort wird man zum Beispiel sehen, welche Spiele hat es gegeben. Und auch dieses Auto hier gehört gewissermaßen dazu. Dieser Golf 2 war damals das Auto schlechthin. Der zweite Punkt ist natürlich, dass wir ein großes Jubiläumsfest machen wollen. 30 Jahre Freilichtmuseum, wo wir verschiedene Teile unserer Volkskultur den Besuchern näher bringen wollen. Und wir selbst wollen uns mit speziellen Führungen auch hier den Besuchern öffnen, dass sie einmal auch in Teile des Museums kommen, wo sie sonst nicht hinkommen, etwa in den Bereich der vielen Werkstätten, der Depots oder der Baustellen. Also das ist ein großes Jubiläumsfest. Und dann kommt dazu, dass wir auch anlässlich dieses Jubiläumsjahr eine neue Publikation in unserer Schriftenreihe herausgebracht haben, bereits die Nummer 21, wo ein Hof in dem Fall ist es der Taxbauer, genau beschrieben wird.